Hallo liebe Dartfreunde, schön, dass ihr das Video anschaut. Wir haben euch vor einiger Zeit versprochen, was die Spendenaktion von uns angeht, nochmal ein kleines Update zu geben. Das wollen wir heute hiermit einlösen. Und zwar ich bin ganz aufgeregt, ich habe hier unten einen Zettel liegen und sehe da Zahlen, die sind einfach unglaublich. Und zwar haben wir über das Jahr gesammelt an Specials, Robin Hood, 180er, High Finishes, Low Darts und so weiter. Ein Spendenstand mittlerweile von 170,66 €. Und wir haben einen Aufruf gestartet, wer gerne nochmal nebenbei irgendwas spenden möchte, auch wer nicht da spielt oder wie auch immer, haben wir auch Spenden eingenommen. Und zwar, und jetzt haltet euch fest, sind das mittlerweile 116,44 €. Und dazu sei zu sagen, dass wir unter anderem auch einen anonymen Spender dabei hatten. Erstmal herzlichen Dank, wer immer du auch bist. Das waren 15 Euro. Ich glaube, ja genau, es waren 15 Euro. Im Briefkasten. Im Briefkasten. Also einfach mal so, dafür wirklich von Herzen vielen, vielen Dank. Und beste Grüße gehen hier nach Brandenburg, Bestensee, und es gehen Grüße in die Region Solling. Also da haben wir wirklich diese 116,44 € Stand heute bisher noch zusammenbekommen. So, und dann hat mir der Eik und der Jürgen, hier stehen sie, vor zwei Tagen gesagt, dass sie nebenbei über das Jahr, haben ja auch immer mal gespielt, noch eine separate Kasse geführt haben. Und es hat sich geleppert, sie wird komplett gespendet und es sind genau 100 Euro. Somit ergibt sich mittlerweile ein Spendenstand von 387,10 € für das Tierheim in Nordheim. Also dafür euch beiden auch nochmal recht herzlichen Dank. Ja, und wir haben auch, und ich denke mal, die Regie wird das jetzt mittlerweile auch einblenden, du wirst das ja machen, Heik, Zoo und Co. besucht, und man kann sagen, der Weihnachtsbaum füllt sich mittlerweile erheblich, und wir haben auch noch ein bisschen Zeit, und auch Stand heute wollen wir auch noch mal spielen, und wir hoffen, dass wir heute vielleicht noch mal ein paar Specials zusammenkriegen. Je nachdem, wir schauen mal, und naja, ich denke mal, wir werden die 400 Euro bestimmt knacken. Da wird der Haufen, der unter dem Weihnachtsbaum Stand heute liegt, noch mal ein bisschen anwachsen. Ja, in dem Sinne erstmal Stand heute. Schönen Dank, dass ihr geguckt habt. Und wir haben jetzt noch 23 Tage Zeit, das noch mal ein bisschen aufzuarbeiten bis zum 11.01. Und dann werden wir euch natürlich updaten oder euch ein Update geben, was den Spendenstand angeht und was wir bis dahin noch zusammenbekommen haben. Und so, in dem Sinne erstmal schönes Weihnachtsfest euch allen. Guten Rutsch, feiert schön, bleibt vor allem gesund und immer schönes Dartspiel. Ja, und wir werden heute auch nochmal alles geben, um das noch ein bisschen aufzuwerten. Also, recht herzlichen Dank, bleibt gesund. Bis dahin, eure Pokaljäger Solling. Ciao. 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 Ja.